Gut, weiter im Text. Ich gucke schnell auf die Karte, aber geradezu ist genau richtig. Da ist noch eine Scherbe. Wird ja auf dem Dach sein. Ich sehe sie nicht. Hier oben? Ach, da oben am Scheinwerfer hängt sie. Super. So, da haben wir wieder einen Agenten. Also der macht sich definitiv mit Neonenergie besser, weil da sind wir einfach schneller. So, dann gucken wir mal, wo er ist. Der Schlingel. Ja, doch, ich komme ja schon. Da liegt ja noch einer. Ach, das ist ja eigentlich den wir retten sollen. So, wo müssen wir denn gucken? So ein zugeknüppter. Da hinten steht er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. An der Ecke steht er. Netter Versuch, Kumpel. Haha, den haben wir gleich mal. Der konnte nicht mal zucken. So, da drüben ist wieder ein Drogendeal. Und ein Spraydöschen. Ja, hier ist jemand. Ja, hier ist jemand. Ja. Komm, steh auf. Yeah, genau. Auch hier springen wir. Automatische Abhebung oder Jackpot? Wir machen mal den Jackpot. Springen wir erstmal schön den Geldautomaten voll. Einmal frei. Wo müssen wir denn noch alles hier? So. Na, Ina geht noch. Cool. Bum, 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 bum. Coole Sache. Ach, ich sag mal, warum müsst ihr denn immer die Leute verhauen hier? Geht doch mal weg. So, wo sind denn nun die Dealer? Die müssten noch. Ach, hier sind sie doch. Na, dann machen wir es so. Das geht dann ganz schnell, würde ich sagen. Geblitzdings. Krasse Nummer. So, denn hier ist noch eine Scherbe. Hier irgendwo jedenfalls. Da haben wir sie. Rainer. Oh. So, wir haben jetzt also wieder so viel in dem Viertel erledigt, dass wir quasi schon die Finalmission machen können. Also die Viertelfinalmission. Aber
Ich guck mal, was werden wir denn strategisch jetzt am günstigsten machen? Scherbe, Scherbe. Ah, wir flitzen noch schnell zu der Scherbe hier. Die holen wir, weil wir brauchen die ja früher oder später doch, um unser Upgrade zu machen. Ja, muss ich natürlich auch richtig markieren. Weil uns bleibt ja irgendwie nichts weiter übrig, da wir die Scherben ja doch brauchen. Sonst bestehen wir ja irgendwann nicht mehr. So, hier muss noch irgendwo eine Scherbe sein. Hier oben irgendwo. Doch noch ganz oben. Da ist er. Dann werden wir die drei Sachen hier oder die vier Sachen noch schnell erledigen und dann haben wir es, würde ich sagen. Und dann widmen wir uns in dem Viertel hier natürlich der Finalmission. Schnell in die Scherbe. Vielleicht können wir vorher noch, bevor wir in die Hauptmission steigen oder gehen, noch das Upgrade fahren, sag ich mal. Ist nicht kaputt gegangen. Jetzt ist kaputt. So, Audioprotokoll, das geht ja eigentlich auch ganz schnell. Das soll ja keine große Sache werden, wa? So, Richtung stimmt, wie es aussieht. Es wird immer lauter. Wir sind dicht dran. Nee, es wird wieder. 19, 18, 17. Ah, es muss wahrscheinlich weiter oben sein. Ich hatte vor dieser Nacht schon viele nach Curden Cay gebracht und nie groß darüber nachgedacht, wohin ich sie da schicke. Jetzt denke ich an nichts anderes. Ich weiß nicht, was dieses Mädchen gebraucht hat. War sicher kein Gefängnis. Ja, durch diese Autoprotokolle kriegen wir natürlich auch mal noch ein bisschen von der Nebengeschichte so mit oder von der Geschichte an sich. So, also, da vorne stehen wir. Muss also links hinter uns sein, die Kamera. Irgendwo hier versteckt sie sich. Wo versteckt sie sich? Was war das? Was war was? Irgendwo hier muss sie doch sein. Wir gucken nochmal. Die weißen Stühle hier. Moment, wo sind sie? Mein Versehen! Hallo. Das sind die Stühle? Ich bin gerade verwirrt.
bin gerade ein wenig verwirrt. Guck doch mal beiseite jetzt hier. Ach so, das sind die Stühle. Na toll, wir waren raus aus dem Bereich. Jetzt ist genau vor uns. Wir gucken genau auf die Tischgruppe hier. Ah, wir sind der Sache. Da oben ist er doch. So, erledigt. So, jetzt machen wir schnell noch das Viertelfinale hier. Hahaha, das Viertelfinale. Ach, das war ich schon. Ab geht die Post. Hallo, hier ist die DUP-Notrufzentrale. Möchten Sie einen Bioterroristenvorfall melden? Wissen Sie was, Lady? Es wird Zeit, mir Ihren Namen zu verraten. Ich finde, wir entwickeln hier langsam eine Beziehung. Ich verrate doch keinem Bioterroristen, wie ich heiße. Vielleicht haben Sie Namenskontrollkräfte oder sowas. So, wo sind da die Burschen jetzt? Oh, das geht ja gleich los. Das geht ja gleich ordentlich los. So, Farbe bitte ins Spiel, danke. So, das müsste weg sein. Und ab dafür. Oh, der haut aber ordentlich rein. Ich sehe nichts. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich muss irgendwo mal kurz. Jetzt sind wir, glaube ich, gleich hin. Ich wusste, weil wir hier wieder überall hängen geblieben sind. Das war natürlich suboptimal. So. Ah, da ist ja noch so ein Auto. Boah, der haut da aber ordentlich rein. Oh, die scheiß Vordächer hier. Wir haben nicht kontaktiert, Herr Dumm. So, weiter geht's. Oh, was ist denn das da? Also der macht natürlich ordentlich Ballett hier gerade wieder. Oh, ey, diese dämlichen Vordächer, das ist immer voll blöd. Da hängen wir natürlich ordentlich fest drin. Hin? Ja, passt mal schön auf. Kaputt. Was war was für ein Geräusch? So, wo bist du denn jetzt? Da drüben muss er irgendwo sein. Laut. Ach, das ist der ja. Was rennt er da hin? Jetzt ist er hin.
einer liegt noch irgendwo da drüben. Liegt oder steht, keine Ahnung. Da ist er. Erledigt. Naja, hat ja dann doch noch geklappt. Wir sind ja auch schon lange nicht mehr gestorben, also von der Seite. So, Fuddelbelohnung. Rainer Schnellreise, individuelle epische Weste. Und Rainer jetzt frei von DOP-Patrouillen. Na, prima. So, wir werden jetzt mal den Rauch wieder nehmen. So, und irgendwo muss ja hier die Mission starten. Die nehmen wir natürlich mit. Das ist ja ein gefundenes Fressen hier. Die lag ja quasi direkt vor unseren Füßen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob was für die Mission günstiger wäre. Reggie auf der Flucht. Okay. Mal sehen. Wenn ich sowas anhätte, würde ich es schnellstens loswerden wollen, weil... Also, weil sie potthässlich sind? Und weil sie förmlich schreien, greif mich an! Ich bin ein potenzieller Bioterrorist. Also braucht man einen ruhigen Ort, um sich umzuziehen. Mit einer verschließbaren Tür. Und einer Sitzgelegenheit. Ein Dixie-Klo wäre perfekt. Zwei Fliegen mit einer... Wer von euch hält sie versteckt? Wisst ihr nicht, dass diese Bioterroristen der Grund sind, wieso das die... Ein guter Anfang. Die verstehen gar kein Deutsch. Was wie? Du kannst es ihnen ja beibringen. Super. Mobbing in zwei Sprachen. Ach ja, hier können wir ja wieder durch Wände oder zumindest durch Zäune und sowas flitzen. Hallo? Nein. Da kackt auch keiner. Euch Chinesen könnte ich mit bloßen Händen zerquetschen. So, gucken wir mal in die ganz anderen Kackhäuschen. Ach, da steht's. Geh mal weg, ich muss kacken. Ich hab sie gar nicht kommen. Auch nicht? Da sind ja noch einige. Sehr, sehr lecker, dass die mitten in der Stadt hier... Nein? ...die Dixies zu stehen haben. Okay. So, und noch eins. Na sag mal, was soll denn das jetzt hier? Oh, ich höre schon was. Das hört sich nicht gut an. Hey, ich bin nicht vom DUP! Oder ein Spinner, der rumläuft und besetzte Dixie-Klos aufreißt. Nein, ich habe ihn zuerst gesehen. Diese Engel sind schnell. Ich glaube, wir sollten doch Neon nehmen. Ach, Mist, Mist, Mist. Hey, Carlson, ich bin im Lantern District. Bist du noch hier? Ja, wird auch Zeit, dass du kommst. Was ist hier los? Ich lasse dich ein paar Stunden allein und plötzlich stürzen sich Engel auf die Menschen. Muss mit dem Conduit zu tun haben, den wir suchen. Ich habe einen Haufen DUP-Häftlinge befreit. Ich glaube, einer ist unser Mann. Ein Glück, dass der große Bruder da ist. Flüchtige finden ist mein Job. Na, dann halte Ausschau nach jemanden in einer schwarz-gelben Weste. Auf dem Hing Hei Market lag so eine. Wohl sauschwer auszuziehen. Überall Schlösser. Mensch, Brüderchen. Du wirst noch ein echter Personenjäger. Wenn wir zurück sind, kannst du mein Deputy werden. Dann hättest du auch mal einen Job. Oh, nein, danke. Ein Cop in der Familie ist peinlich genug. So, wir sollen im Lantern District nach weiteren geflohenen Conduits suchen. Wie machen wir das? Auf die Suche nach den Conduits begeben wir uns morgen in der nächsten Folge. Wenn ihr wieder einschaltet, würde mich das freuen. Bis dahin sage ich ciao ciao, danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch, tschüss.